Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Part hier von Heaven's Hope. Und wir sind hier in der Bibliothek. Es ist ganz leise, wahrscheinlich ohne Musik unterwegs. Und wir haben hier auch noch ein Buch. Darf ich mir dieses Buch mal ausleihen? In Ordnung, aber wiederbringen. Ausleihen ist es ja eigentlich mal wiederbringen. Hier steht Gosa der Reisende. Er wird kommen in einer der vorgewählten Formen. Während der Rektifikation der Volundari ist der Reisende als großer, sich bewegender Torb gekommen. Während der dritten Aussöhnung der letzten Meketrex-Bittsteller hingegen wählten sie für ihn eine neue Form, die eines Riesen Sokur. Viele Subs und Souls wussten in jenen Tagen, was es hieß, in den Tiefen des Sokur geröstet zu werden. Und das soll babylonisch sein? Sumerisch, nicht babylonisch. Großer Unterschied. Na gut, dürfen wir hier das Buch nicht nehmen. Okay, aber wie viele Bücher haben wir denn hier zu lesen? Darf ich mir dieses... Dann bleibt das andere aber hier. Und Wiedersehen macht Freude. Hier steht... Nun lässt sich wirklich hoffen, dass wenn wir aus vielen bunten Stoffen durch Mischung, denn auf Mischung kommt es an, den kleinen Homoculus komponieren, in einem Glase vertulieren und ihn gehörig korrobieren, so ist das Werk dann gut getan. Klingt komisch. Hier steht 20 auf den Blanken, Handbuch der Flagellation. Peitsche tüchtig, schone dich nicht. Schlage überall hin. Hauptsächlich auf die Oberschenkel, da sitzt das feinste Gefühl. Lass nicht nach, bis du dem feisten Hintern etwas Blut abgezapft hast. Er behält noch immer genug davon. Nur immer tüchtig drauf. Schlag zu, fest und forsch. Gibt ja Leute, die mögen das. Wollte gerade sagen, sind wir in einem Sadomaso-Keller oder was? Hier steht... Haben wir schon gehört. Das Buch. Hier steht geschrieben. Und siehe, sie führten auch den Apostel Petrus zum Kreuz, um ihn zu martern und schröcklich zu quälen. Als dieser aber zum Kreuze kam, sprach er, Christus, der vom Himmel auf die Erde kam, ward am aufrechten Kreuze erhöht. Ich aber bin gewürdigt, von der Erde zu kommen, nach dem Himmel. Darum soll mein Haupt nach der Erde weisen und meine Füße nach dem Himmel. Also, da ich unwürdig bin, am Kreuze zu hängen, wie mein Herr ist gehangen, so kehret das Kreuz um und kreuziget mich, das Haupt nach unten. Da wendeten sie das Kreuz und hefteten seine Füße nach oben und seine Hände nach unten. Das Volk aber war zornig und wollte den Apostel befreien. Der aber bat sie, dass sie seine Marter nicht möchten hindern. Der Herr aber öffnete die Augen derer, die da weinten, und sie sahen Engel mit Kränzen von Rosen und Lilien bei Petro am Kreuze stehen. Standet ihr mit Rosen und Lilien am Kreuz? Ich stand nicht mit Rosen und Lilien am Kreuz. Ja. Schwere Bürde, aber zuerst einmal den Herren hier befragen. Was die Bibliothek? Was das ist klar. Es? Ich bin Talorel. Und neu in der Stadt. Tag auch. Angenehm. Ich heiße Magnus und arbeite gerade. Oh. Was ist das hier für ein Haus? Es riecht hier etwas komisch. Das ist eine Bibliothek. Ich bin der Bibliothekar. Und das ist der Geruch von alten Büchern. Für manche Leute eine neue Erfahrung. Ja, das kann man in der heutigen Zeit schon ziemlich sagen. Magnus, kann man bei dir eigentlich auch Bücher ausleihen? Auch wenn ich es präferieren würde, wenn das hier eine reine Präsenzbibliothek wäre, so muss ich doch leider Bücher verleihen. Aber immer nur maximal eines pro Besucher. Ich möchte dieses Buch hier zurückbringen. Sieht ja noch mal ganz anständig aus. Ich hoffe für dich, dass ich keine Flecken finde.
Ich gehe da mal wieder. Wer weiß, wer wir hier noch finden würden. Ach du Heilige, hinten die 13,5 Leben des Namenlosen. Fass das lieber nicht an. Manche Bücher bleiben lieber ungelesen. Wieso? Reiseerinnerungen eines sentimentalen Dinosauriers. Band 24. Hey, das klemmt fest. Ich organisiere gerade noch die anderen Bände. Bis dahin ist es ein Bestandsexemplar. Aha. Okay, und das haben wir dann gelesen. Oh, da unten gibt's... Nee, wir haben hier 4, oder? Ja, wir haben hier 4. Aber hier unten gäbe es noch 1. Aber das brauchen wir vielleicht dann auch für Spaß. Und wir haben gerade hier gesehen, am Wegesruhrand, dass hier noch ein... Oh je, noch mehr von diesem brennenden Zeug. Oh, ich glaube, das ist ein Scheiterhaufen. Nicht gut. Was macht man denn mit einem Scheiterhaufen? Ich glaube, das willst du nicht wissen. Das sieht doch normalerweise ganz anders aus. Und wieso glüht es und... Ich frage erst gar nicht. Na gut, wir können ja auch hier in die große Halle oder was auch immer ist. In die Bibliothek, Stadt, irgendwas. Werden wir gleich angefangen? Oh, ach, das ist die Kirche. Das sieht ein bisschen verdutzt aus, der Herr. Können wir den Kerl eine Rasse geben? Das kann ich ihr nicht antun. Wie jetzt? Oder können wir den Herren mit Das Bambus? Klappt so nicht. Ein geflochtenes Gitter. Dahinter sitzt normalerweise der Priester. Och, da ist nicht da. Na gut, da ist er nicht da und der Priester sitzt ja, oder steht da hier. Der verdutzte Priester. Hallo, Mann Gottes. Hallo, junger Mann. Wie kann ich dir helfen? Wenn ich mich vorstellen darf, Pater, mein Name ist Taloriel. Freut mich, dich kennenzulernen, Taloriel. Mein Name ist Bartholomäus. Ich bin der Hüter dieser Halle und der Pater von Heaven's Hope. Ich gehe dann mal. Das ist eine sehr kurze Sache. So. Ein Becken mit Weihwasser. Nicht verwechseln mit Weinwasser. Das ist was ganz anderes. Ein Heiligenbildnis. Ganz schön dreckig. Man erkennt ja fast gar nichts. Aber hier ist ein Symbol am Rahmen. Sieht aus wie ein verschnörkeltes Haar. Ja, haben wir gesehen. Ein Heiligenbildnis. Ganz schön dreckig. Hier ist ein Symbol am Rahmen. Sieht Ach. Aus wie ein Z mit Schnörkel. Das ist zwar ein F. Das ist ein F? Aber okay, Z, H, gut. Ich habe leider nichts da zum Aufschreiben, würde ich es aufschreiben, aber ich habe nichts dabei. Gut, haben wir sonst hier? Eine geweihte Kerze. Lalalala. Ich kann die geweihte Kerze nicht einfach mitnehmen. Die ist für die heilige Messe bestimmt. Und wenn wir die heilige Messe entweihen? Halt, da kannst du nicht rein. Da ist gerade eine Baustelle. Dann... Gretas Saal. Da gehe ich lieber nicht rein. Gut. Ein Heiligenbildnis. Ganz schön dreckig. Ah, aber hier ein Symbol am Rahmen. Sieht aus wie ein F. Seht ihr, meine Freunde? Das nennt man Verwechslung. Hier ist ein H drin. Hier ist ein F und hier ist ein Z. Die Herrenentwickler haben das wohl verwechselt. Naja, man kann nicht immer alles richtig machen, aber auf jeden Fall stimmt schon H, Z und F. Einmal F und Z haben verwechselt, das ist menschlich. Irren ist menschlich, da machen wir nichts draus. Wenn wir hier, Felde, Bauernhof von Bill, der Baum, die Treppe, dann der Bazar, den Innenhof und der Hinterhof. So nenne ich es doch einfach mal, Hinterhof, Innenhof. Was auch immer, wir schreiten von dannen. Wir können hier hinten durch und rechts, glaube ich, auch noch, oder? Polizei. Ich glaube, der Polizei melden. Denn ist, glaube ich, keine gute Idee, wenn ich einfach so reinplatze und raus, kann mich mitnehmen. Oh.
Mülltonnen. Meine Lieblingsbeschäftigung. Auf gar keinen Fall greife ich da rein. Wieso? Und mit Bambus? Das klappt so nicht. Hätte ich denken können ohne Ratte? Das kann ich ihr nicht antun. Und es ist eine Maus. Warte mal kurz. Ach, Maus. Okay. Niespulver. Wieso sollte ich das machen? Ich weiß nicht. Spaß? So, zur letzten Suppe. Oder Last Supper. Supper Day. Sup, sup. Oder so ähnlich. Ein roter Fisch. Naja, und ein Bierkrug. Ein Humpen. Ein Humpen. Eine Bierflasche mit einer roten Schleife. Unter einer Glasglocke. Ich glaube, der hier ist verkältet. Hallo? Hallo, Reisender. Ich wollte dich mal fragen, was du hier so machst. Blöde Frage, sieht man doch. Ich trinke Single Malt. Nein, ich meine, was machst du in Heaven's Hope? Ich habe das größte und beste und einzige Transportunternehmen in Heaven's Hope. Und ich transportiere wirklich alles. Also natürlich nur alles, was legal ist. Oder hast du was anderes gehört? Ich? Nein? Gut, gut. Ist das nicht schwierig mit der Inquisition hier und so? Wieso? Hast du da was gehört? Nein. Natürlich nicht. Gut, gut. Und ich frage mich gerade... Ich gehe da mal. Wo hat der Herr seinen Single Malt? Aber ist auch nicht meine Sache. Gut, mit der Bardame mal reden. Hallo, schöner Mann. Was darf's denn sein? Was gibt's denn? Wie wär's denn mit einem guten Single Malt? Oder ein Camillo Blended? Ich könnte dir auch eine Bloody Virgin Mary machen. Muss man hier die Namen so abändern? Bloody Mary würde doch reichen. Klingt alles irgendwie etwas komisch. Ach, tut mir leid. Es gibt nur Wasser, Saft und Kamillentee. Wir haben einfach keinen Alkohol. Ich versuche, die Leute nur irgendwie bei Laune zu halten. Ach so. Warum gibt es denn hier überhaupt keine Stühle? Ach, die hat Greta alle für den Scheiterhaufen konfisziert und verbrannt. Genauso die ganzen Bänke aus der Kirche. Die Tische stehen hier schon schwarz. Aha. Eigentlich wären hier gar nichts. Die Einrichtung wäre gar nicht hier. Ist ein bisschen skurril, ehrlich gesagt. Warum ist hier denn so wenig los? Warum wohl? Was soll man denn in einem Pub, wenn es da keinen Alkohol gibt? Wieso gibt es denn keinen Alkohol? Greta hat die Prohibition ausgerufen. Sagt, Alkohol wäre schlecht für den Charakter und für den Glauben. Erst mit Alkohol glaubt man also richtig an seine Taten. Seine wertvollen Taten, die man dann ausführen kann. Ja, Alkohol ist sehr gut. Wo hast du denn bisher immer den Alkohol herbekommen? Bisher hat den immer Fladitsch geliefert. Und danach hatte Bill noch einen kleinen Vorrat. Aber der ist jetzt mittlerweile auch erschöpft. Dann müssen wir Bill riechen, was ist denn mit der Flasche Bier auf dem Tresen? Naja, die eine Flasche würde hier auch keinen weiterbringen. Außerdem ist die reserviert. Wo hast du denn bisher hat... Okay, gut, dann ich mal mit mal. Bill reden, damit die ein bisschen Alkohol bekommt. Alkohol macht die Birne hohl und die Birne hohl ist, macht wieder Platz für Alkohol. So rum, hä? Gut, ich glaube, wir fragen ihn wegen Alkohol und so. Wir können ja hier wieder schnell reisen. Für das haben wir die Karte, um ganz schnell von hier nach da zu reisen. Der alte, gute, schöne Bill. Hallo, Bill. Hallo, Talorel. Wie kann ich dir helfen? Wie jetzt? Ich geh da mal. Ich dachte, jetzt können wir ihn fragen mit Alkohol. Aber das packt er nicht. Okay. Das ist wohl der Turm der Kirche.
Müsste mal vielleicht saniert werden, aber gut. Die Laterne ist aus. Vermutlich. Ich glaube, da kommt wirklich irgendwann mal wieder. Joffrey verfolgt uns. Der verfolgt mich. Mich und dich. Wohin geht's hier? Muss hier was geladen werden? Ach, guck mal an, der Spielplatz der Kinder. Die haben überall ganz viele Tore, wo sie ihren Fußballplatz hinstellen können und damit gegeneinander spielen können. Das ist doch der schönste Ort eines Kindes. Ein schweres Zahlenschloss. Da soll wohl niemand rein. Oder raus. Ah, komm schon. Ich glaube, raus ist hier eher gesagt. Weil rein wollen sie ja scharenweise, wenn sie im Krieg sterben. Aber das ist ja was anderes. Ein Spaten oder eine Schaufel? Was war da nochmal der Unterschied? Eins. Ein Spaten ist, glaube ich, so für Rasenabstechen oder so. Also ist eigentlich die Schaufel. Die Enden sind unten sozusagen ein bisschen rechteckig. Und die Schaufel ist unten rund, also so halbrund in dem Sinne. Eins, vier. Sieht nicht besonders freundlich aus. Der scheint auch nicht besonders gut zu schlafen. Außerdem brabbelt er irgendwas im Schlaf vor sich hin. Er wacht aber immer wieder auf, bevor man verstehen kann, was er sagt. Ich glaube, der Herr will das Zahlenschloss hier verraten. Eine große Glocke. Scheint irgendwie mit dieser Schnur verbunden zu sein. Nur warum? Wenn man hier durchrennt, dann wacht der Typ auf. Aber bevor wir das tun, da durchrennen, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Denn heute ist mal wieder ein bisschen fortgeschritten. Und ich muss natürlich auch die Episode, die ich gerade vorhin aufgenommen habe, auch noch schneiden. Die kommt heute noch. Und da werden wir schon noch ein bisschen dran rumbasteln. Auf jeden Fall, das war's für heute. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.